Guten Morgen am Wahlsonntag, 22.09. Diakonie Fundraising Team, wir haben schon gewählt. Wir, das sind die Blauen und wir fahren heute trotz Nebel und Kälte. Stefan und Christiane, guten Morgen. Schon fit, habt ihr schon gefrühstückt? Ja, aber kalt ist es. Kalt ist es, sind die anderen schon losgefahren, bin ich wieder mal zu spät dran. Ah nee, Heinz, guten Morgen, auch schon gefrühstückt. Also, fahren wir's, oder? Die meisten sind schon weg. Die meisten sind schon weg. Läuft denn Ding noch? Ja, natürlich läuft er gerade. Also, bis später. Nachdem der erste Anstieg nach dem Örtchen Bach geschafft ist, geht es jetzt hier über eine Hochebene bei ziemlichem Nebel. Aber wie man sieht, die Sonne kommt langsam raus und zumindest optisch wärmt es schon etwas an diesem kalten Septembermorgen. Hier auf den Höhen, ich glaube des Schurwaldes, da müsste mal nicht sein, ist es noch ziemlich frisch. Der Nebel hat sich noch lange nicht verzogen, das wird noch dauern. Und die Sonne lugt ab und zu mal durch die Bäume. Einsame Autos sind schon unterwegs. Und das Feld der Radfahrer hat sich auch ziemlich zerstreut. Nach der Passage von Uingen geht es weiter auf Wirtschaftswegen. Alles natürlich geteert. Leicht bergauf und in Bälde müsste dann die erste Kontrollstelle kommen mit heißem Tee, was bei den Temperaturen keine schlechte Idee ist. In Rechtberghausen hat gerade die Glocke der Kirche 9 Uhr geschlagen. Oberwelden ist auch schon passiert, da kostet der Sack Kartoffeln 5,50 Euro, aber wo soll ich jetzt dahin mit? Und hier geht es jetzt runter und ich fürchte, da drüben geht es dann auch wieder bergauf. Hier in Richtung Börtlingen wird es dann auch wild romantisch und wild wird es gleich auch das Schild 14% Steigung bergauf. So, die 14% sind überwunden. Man schnauft noch etwas, aber es ist hier wirklich wunderschön. Leichte Erinnerungen ans Allgäu, an den Sommer kommen hoch, aber wenn man sich den Tau im Gras anschaut, ist es dann doch wieder kühler Herbst geworden. An der ersten Verpflegungsstelle ist schon jede Menge los. Und welche Tour fahrt ihr? Die 122. 122, oh ey. Na, ich glaube, wir machen heute einen kurzen. Ich muss mal Kreuze nachher noch machen. Und wo fahrt ihr lang? Oh, die gleiche. Naja, ich steig dann auch gleich wieder mal auf. Wahrscheinlich die 87er. Man sieht sich noch bis später. Hier mitten im Fundraising-Team muss man sich wirklich sputen, um dran zu bleiben, dass man mit den anderen noch mithalten kann. Mit Kamera in der großen Gruppe ist natürlich nicht so ganz einfach, aber trotzdem, es lässt sich auch so noch fahren. Und schon geht es wieder weiter mit 32. Hier ein Blick aufs Kloster Lorch und etliche Motorradfahrer sind schon unterwegs. Wie man sieht und hört. Und geradeaus geht erstmal die Tour weiter. Wild romantisch durch den Schwäbischen Wald geht's hier. An einer alten Mühle vorbei und wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, geht es dahinter dann gleich wieder steil bergauf. Aber jetzt hier erstmal durch die alten Fachwerkgebäude durch, genauer gesagt über die Straße natürlich. Und
über das Bächle noch drüber. Geht es dann hier in der Sonne, die jedoch jetzt rausgekommen ist, wieder weiter auf die 112 Kilometer Tour. Hier oben auf der Hochebene, nach der ziemlichen Steigung, hat man wieder einen schönen Blick und langsam ist es auch wirklich warm geworden, sodass man die Jacken ausziehen kann und einen Blick in die Runde werfen kann. So, und Richtung Kirchturm geht's jetzt erstmal weiter. Hier bei Altdorf war eine schöne kurze Abfahrt, eine Lichtung und Wald, Wald, Wald. An der zweiten Kontrollstelle, die Gruppen haben sich getrennt. Die 156, die sind unterwegs und die 112er sind jetzt hier. Ist auch schon was los. Kurzer Tee, Kleinigkeit essen und dann geht es auch wieder weiter. Nach der zweiten Kontrollstelle und einem kleinen Hügel geht es jetzt auf Wirtschaftswegen weiter. Wir sind jetzt in der Nähe von Welzheim. Also müsste das dann der Welzheimer Wald sein. Mit Wald, Kühen, Wiesen und zum Glück geteerten Wirtschaftswegen. Hier bei Obersteinenberg eine wirklich wunderschöne Abfahrt mit herrlichem Ausblick und ziemlichen Fahrtwind bei knapp 40 km/h. Die letzte Kontrollstelle bei Kilometer 91,5 ist heiß umlagert. Da vorne gibt es Nutella-Brötchen. Und einige vom Team sind auch schon da. Der Joe und die Christiane. Nach Asperglen geht es jetzt hier auf geteerten Wirtschaftswegen weiter. Bei Kilometer 94. 18 Kilometer sind es noch. Und ich glaube, über einen Höhenrücken müssen wir noch drüber. Immer wieder schöne Ausblicke auf der Tour. Ich glaube, die Wahl für heute war mal richtig, die 112 Kilometer zu fahren. Ist nämlich wirklich schön und das Wetter hält ja auch. Jetzt noch etwa 17 Kilometer und dann sind wir wieder im Remstal. Aber vorher geht es noch ein bisschen hier durch Berglen. Jetzt leiten die einen doch nochmal eine ganz fiese Steigung hoch, mitten durch den Wald. Und das 14 Kilometer vom Ziel. Da vorne japsen andere auch. Nachdem Hösslinswart jetzt passiert ist, ging es nochmal eine Stiege hoch auf der Straße und jetzt hier mit Motorradbegleitung offensichtlich runter ins Remstal, hoffen wir es mal. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Auf jeden Fall geht es erstmal bergab. Dieser sensationelle Ausblick soll natürlich auch nicht unterschlagen werden. Es holpert ein bisschen. Die Straße ist nicht so toll. Und Splitlicht auch noch. Aber schön ist es. Nach 112 Kilometern und 5 Stunden Fahrzeit wieder in Weinstadt. Noch relativ wenig Leute da, aber kein Wunder. Wir sind ja recht früh. So, das war's. Schöne Tour und vielleicht nächstes Jahr wieder.